Es ist ein Beweismittel. Und meine Chance, mit auf die Reise zu gehen. Das Ticket und alles andere im Brief sind Teil meiner Ermittlung. Und Sie haben in Kairo sowieso nichts verloren. Wenn ich Ihnen den Briefumschlag nicht gegeben hätte, hätten Sie keinen Beweis, dass der Erbe des Raben an Bord des Schiffes sein wird. Ach, das Schiff ist die nächste Gelegenheit, das Auge zu stehlen. Und er wird nicht aufgeben, bis er es hat. Und genau deswegen sollten Sie mich mitkommen lassen. Nein! Ich habe es mir verdient, mitzukommen. Sie haben Außergewöhnliches geleistet. Mehr als irgendjemand von Ihnen erwarten konnte. Und trotzdem wollen Sie mich hier zurücklassen? Sie haben unserem Gegner die Stirn geboten und sind gerade so mit dem Leben davongekommen. Nächstes Mal haben Sie vielleicht weniger Glück. Es war kein Glück. Sie können erhobenen Hauptes in die Schweiz zurückkehren. Genießen Sie Ihren Triumph. Ich habe noch nichts erreicht. Der Kerl wollte uns umbringen und ist immer noch auf freiem Fuß. Was haben Sie eigentlich noch im Tunnel herausgefunden? Nicht viel. Nachdem wir aus dem Tunnel gekommen sind, haben Robert und ich die Passagiere verhört. Was nichts ergeben hat? Nein, der Lokomotivführer und der Heizer waren verschwunden. Man hat sie später einige Kilometer die Strecke hinab gefunden. Beide behaupten, von einem Schatten überwältigt und vom Zug geworfen worden zu sein. Aber Sie glauben das nicht? Ich lasse die beiden überprüfen. Eventuell wurde einer bezahlt, um den anderen auszuschalten. Wie konnte der Erbe des Raben von der Falle erfahren? Wie konnte er das Dynamit in die Kassette legen und wie den Brief platzieren? Das Dynamit war vermutlich schon in der Kassette, als ich sie in den Tresor gelegt habe. Ich habe nicht reingesehen. Sie hatten keinen Grund dazu. Es war nicht mein einziger Fehler. Ich wusste, dass jemand oben auf dem Dach des Transportwaggons war. Aber ich habe mich durch den verfluchten Brief ablenken lassen. Woher wussten Sie? Zu spät. Ich hätte gleich reagieren müssen. Ich komme mit, basta. Unser Gegner ist fähig, mehrere Stangen Dynamit unter meiner Nase in eine Geldkassette zu schmuggeln. Nach allem, was wir wissen, könnten Sie jetzt gerade auf der nächsten Bombe sitzen. Es geht einfach nicht. Aber... Wir sind da. Inspektor Legrand, ein eiliges Telegramm aus Paris. Schlechte Nachrichten? Es ist wegen des Fehlschlags im Zug. Ich soll zurück nach Paris und mich erklären. Aber Sir, was ist mit dem Auge? Man will die ägyptischen Behörden informieren, dass möglicherweise ein Diebstahl geplant ist. Möglicherweise? Ägyptische Behörden? Was, wenn der Stein schon auf dem Mittelmeer gestohlen wird? Ja, ich weiß, ich weiß. Das habe ich nicht bekommen. Überwachen Sie die Verladung des Auges, Robert. Aye, Sir. Schön, Sie kennengelernt zu haben, Wachtmeister Zellner. Ey! Was hat der Konstable für ein Problem mit mir? Ich glaube, er ist eifersüchtig. Er wurde mir von Scotland Yard als Unterstützung zugewiesen. Ganz ähnlich wie Sie von den Schweizer Behörden. Mit dem Unterschied, dass er mit nach Ägypten darf. Ja. Robert soll mich die ganze Zeit begleiten. Ihr Auftrag bezog sich nur auf die Schweiz. Im Moment würde ich genauso gerne zurück in die Schweiz gehen, wie Sie nach Paris. Ich weiß, aber ich bewege mich auf dünnem Eis. Da sollten Sie mir nicht noch auf den Schultern sitzen. Wer sitzt denn wem hier auf den Schultern? Ich habe euer verdammtes Leben gerettet. Und da im Tresor ist also das zweite Auge. Ja, ein Smaragd. Seit Anfang des Krieges lag er in einer Züricher Bank. Ich habe ihn persönlich aus dem Banktresor genommen. Und Professor Lucien hat als Experte seine Echtheit bestätigt. Und während im Zug ein falscher Edelstein auf Reisen ging, wurde der echte per Geldtransporter hierher gebracht. Hm. Wie ist er gesichert? Man kann den Tresor nur öffnen, wenn man drei passende Schlüssel hat. Einen hat Professor Lucien, einen Baronin von Trebitz, die all das hier bezahlt. Der dritte ging per Luftfracht an Dr. Abbas Mokhtar, den Direktor des Ägyptischen Museums in Kairo. Das heißt, nicht einmal Sie können den Tresor während der Überfahrt öffnen? Das ist korrekt. Wir wollten es potenziellen Dieben nicht so leicht machen. Löblich. Nicht schlecht. Sie setzen damit Ihre Karriere aufs Spiel. Das ist Ihnen hoffentlich bewusst. Und ob mir das bewusst ist. Was interessiert Sie so an diesem Fall? Jemand gibt sich als der Rabe aus und schon riskieren Sie Ihre Karriere? Was, wenn er sich nicht nur dafür ausgibt? Wie meinen Sie das? Es ist seine Handschrift und Nico hat mich nur einer genannt.
Schon einmal daran gedacht, dass ich damals den Falschen erwischt haben könnte? Dass er damals quasi einen Trittbrettfahrer erwischt hat? Aber warum ist der Rabe dann plötzlich so skrupellos? Aber wie meinen Sie das? Nehmen wir einmal für einen Moment an, die Person, die ich damals angeschossen habe und die daraufhin vom Dach gestürzt ist, war nicht der Rabe. Wer hätte Interesse an der Wahrheit gehabt? Der Polizeipräsident? Die Politik? Nein, die wollten sich mit einer erfolgreichen Jagd schmücken. Und dem Raben hätte doch gar nichts Besseres passieren können. Die Jagd auf ihn wurde eingestellt. Er musste mich nicht mehr fürchten. Denn mir wurden so viele Orden umgehängt, dass er ihr Klimpern über Kilometer gehört hätte. Und jetzt ist er wieder zurück. Und Sie sind der Einzige, der ihn aufhalten kann. Klingt das für Sie wahrscheinlich? Die Federn, die Briefe, Nico. Niemand außerhalb des Polizeiapparats weiß, dass der Rabe mich in seinen Briefen so genannt hat. Polizisten tratschen und es gibt genug gute Fälscher. Sie können doch nicht ernsthaft Ihren Ruf wegen so schwacher Hinweise gefährden. Nur Anerkennung für etwas, das ich vielleicht gar nicht getan habe. Ich muss einfach wissen, wer hinter all dem hier steckt. Fassen wir mal zusammen. Einer der beiden wertvollsten Edelsteine der Welt wurde gestohlen. Ganz offensichtlich soll auch der zweite gestohlen werden. Sie vermuten dahinter einen legendären Einbrecher, der eigentlich seit 5 Jahren tot ist. Weiter? Der zweite Edelstein wird dort gerade verladen. In einen Tresor, für den man 3 Schlüssel braucht. Den ersten Schlüssel, den vom Archäologen, dürfte sich unser Gegner schon im Zug besorgt haben. Über den Verbleib des zweiten Schlüssels, der per Luftfracht nach Kairo geschickt werden sollte, wissen wir nichts. Wir müssen also davon ausgehen, dass er ihn schon hat. Bleibt nur noch einer. Der Schlüssel der Baronin. Korrekt. Sie brauchen meine Augen an Bord. Sie können Ihre Augen hier am Kai für mich offen halten. Ich wäre Ihnen sogar dankbar dafür. Aber wenn dieses Schiff ablegt, werden Sie uns traurig hinterherwinken. Aber wir haben es mit einem gefährlichen Mann zu tun und ich werde ihn ohne Rücksicht jagen. Ich werde Sie da nicht mit hineinziehen. Es ist ja wohl meine Entscheidung, ob... Ist es nicht. Es ist meine und ich habe sie gefällt. Guten Tag, Wachtmeister Zellner. Das habe ich nicht verdient. Wie frech. Ohne mich wird der Laden hier gar nicht laufen. Ohne mich wird ihr alle tot. Okay, wir haben ein schönes großes Schiff. Betrachte die Gangway. Was auch immer passiert, ich werde noch heute diese Gangway hochgehen. Diesem elenden Bombenleger muss das Handwerk gelegt werden, bevor er noch mehr Menschen in Gefahr bringt. Ja, die fahren sicher nicht ohne uns weg hier. Ich glaube, es geht los. Wen haben wir denn da? Erstaunlich, wie viel Gepäck so wenige Passagiere mitnehmen wollen. Hm. Mein Tipp ist, dass 3/4 davon den Damen der Schöpfung gehört. Ey. Ein tolles Auto. Allerdings nichts gegen die junge Dame, der es gehört. Entschuldigung? Was die wohl darstellt? Eine Schauspielerin? Eine Millionärstochter? Zumindest zieht sie die Blicke auf sich. Ja, ich sehe. Ich werde mal einen unauffälligen Blick aus der Nähe darauf werfen. Ganz schön übergriffig. Oh, das tut mir leid. Ich habe nicht damit gerechnet, dass jemand vor meiner Tür auf dem Boden herumkriecht. Aber das macht doch nichts, junges Fräulein. Nichts passiert. Das freut mich, Herr... Zellner. Anton Jakob Zellner. Dürfte ich wohl Ihren Namen erfahren? Patricia Myers. Sie sind Amerikanerin? So ist es. Würden Sie mir bitte helfen? Gewiss. Sie sind auf dem Weg nach Ägypten? Ja. Machen Sie dort Urlaub? Mein Vater arbeitet dort für eine Eisenbahngesellschaft. Und baut das Land nach dem Krieg wieder auf. Toll. Ja, ganz wunderbar. Noch einer. Okay. Sie haben großes Glück, dass Sie einen Vater haben, der Sie an so interessante Orte mitnimmt. Oh ja, welch Glück. Haben Sie denn kein Interesse an Ägypten? Die Pyramiden, die Geschichte?
Ich hätte mehr Interesse an einem Vater gehabt, der nicht 300 Tage im Jahr auf Reisen ist. Ich bin mir sicher, Ihr Vater bedauert, dass er nicht immer bei Ihnen sein konnte. Richtig. Und sicher wollte er immer nur mein Bestes. Dafür denkt er allerdings erstaunlich oft nur an sich. Bringen Sie bitte mein Gepäck an Bord. Verzeihung? Schön, Sie kennengelernt zu haben, Herr Zellner. Unverschämtheit. Naja, das ist ein guter Grund, an Bord zu gehen, würde ich sagen. Ach ja, der Doktor. Das Meer ist heute ruhig. Optimale Bedingungen für eine Kreuzfahrt. Konstabler Oliver scheint ein eher schlichtes Gemüt zu haben. Aber ich glaube nicht, dass er ein schlechter Polizist ist, wie er im Tunnel reagiert und den Zug hinausgeschafft hat. Hut ab. Hat er gerade gesagt, dass er dumm ist? Hallo, Konstabler Oliver. Es heißt Constable. Ich wollte nur sagen, dass Sie im Tunnel einen guten Job gemacht haben. Danke. Woher wussten Sie nur, wie man den Zug in Bewegung setzt? Mein Onkel und mein Vater sind Bergleute. Mein Onkel kümmert sich um den Abtransport des Abraums. Verstehe. Und Sie haben ihm dabei über die Schultern geschaut? Klar. Von nichts kommt nichts. Hat Legrand Ihnen von seiner Theorie erzählt? Dass es sich um den echten Raben handeln könnte? Natürlich hat er das. Wir sind Partner. Aber das Vorgehen passt doch überhaupt nicht. Der Rabe war kein Bombenleger. Wir haben den Brief und die Feder. Das ist ein Erkennungszeichen. Jeder kann eine Rabenfeder in einen Briefumschlag stecken. Sie müssen es ja wissen. Was soll das heißen? Sie waren es. Was war ich? Sie haben den Briefumschlag auf den Tresor... Entschuldigung? Um mich selber in die Luft zu sprengen. Sie haben die Bombe weggeworfen und sind nun der gefeierte Held. Und der Rabe dürfte gut gezahlt haben. Das ist doch Blödsinn. Ist es das? Nur Sie, ich und Legrand waren im Transportwaggon. Einer von uns muss den Umschlag auf den Tresor gelegt haben. Legrand nicht und ich auch nicht. Denken Sie mal darüber nach. What? Entschuldigung? Noch mehr Aussicht zu genießen. Nanu, traut sich der gute Doktor etwa nicht an Bord? Hallo, Dr. Gebhardt. Ah, der Held der Stunde. Held der Stunde, aber vermutlich bald arbeitslos. Sie werden bald kein Polizist mehr sein? Doch, aber auf meiner alten Wache und damit praktisch arbeitslos. Verstehe. Macht Ihnen Ihr neuer Arbeitsplatz Sorgen? Ganz im Gegenteil. Bisher war ich mir nicht sicher, ob ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Immerhin komme ich aus dem Schwarzwald und da gibt es nur Berge, keine Schiffe. Aber jetzt? Die Seeluft, das Ambiente. Ich glaube, nach der ersten Fahrt möchte ich für immer auf dem Meer bleiben. Oh. Das Meer ist eine Sache, die Passagiere eine andere. Haha, das wird schon werden. Wer ist denn da jetzt gekommen? Ist es die Baronin? Was wissen Sie über die Baronin? Nicht das Geringste, fürchte ich. Haben Sie nicht im Tunnel mit ihr gesprochen? Nein, Ihr Butler kümmerte sich um sie und ich hatte alle Hände voll mit Miss Miller zu tun. Wie Sie sich vorstellen können, war es ein Schock für sie. Als der brennende Zug mit ihrem Sohn an Bord davonfuhr. Das ist nur verständlich. Wir waren alle so froh, als wir von ihrer Heldentat gehört haben. Mhm. Kennen Sie den Kapitän schon? Mario Di Conti. Schon mal gehört? Sollte ich? In Italien ist er so etwas wie eine Berühmtheit. Ein Kriegsheld. Im Ersten Weltkrieg hat er als junger Mann mehr Schiffe versenkt als jeder andere. Im Zweiten Weltkrieg... Nun ja, er hatte einige... persönliche Probleme. Solche, die man in Flaschen und Pillendosen kaufen kann? Mhm. Treffer. Auf jeden Fall konnten sie ihn nicht im Kampf einsetzen. Stattdessen machten sie ihn zum Kommandanten eines Versorgungsschiffes. Und wieder wurde er zum Held. Sein Schiff, Teil eines Konvois von Palermo nach Nordafrika, erreichte als einziges das Ziel. An Bord waren über 100 Seeleute anderer Schiffe, die er gerettet hatte. Beeindruckend. Heutzutage steht es mit seiner Gesundheit nicht zum Besten. Um einmal stark zu untertreiben. Ich denke, die meiste Zeit an Bord werde ich mich um seine zahlreichen Beschwerden kümmern müssen. Tja, dann bleibt mir wohl nichts übrig, als Ihnen eine schöne Reise zu wünschen. Kommen Sie denn nicht mit? Leider nein. Ich soll zurück nach Zürich. Wie schade. Geben Sie auf sich Acht, Dr. Gebhardt. Oh, da fällt mir ein. Die hier haben wir im Tunnel gefunden. Sind das Ihre? Oh, die Tabletten. Ich befürchte schon. Strophantin.
Sie haben Herzprobleme? Vielleicht ist es doch ganz gut, dass Sie nicht mitkommen. Zu viel Aufregung könnte Ihren Gesundheitszustand verschlechtern. Sie meinen, wenn ich einfach gar nichts mehr tue, habe ich vielleicht noch ein paar Jahre vor mir? So ist richtig. Nur nicht unterkriegen lassen. Okay. Komisches Gespräch, oder? Was? Nein! Nein! Warum tust du das? Du kannst doch nicht deine Herzmedikamente wegschmeißen. Oh. Okay. Würde ich sagen, gehen wir zur Baronin. Oh Mann. Ich weiß, es war eine symbolische Geste, aber... James? James, wo stecken Sie schon wieder? Hallo, Frau Baronin. Ah, Inspektor. Wachtmeister. Ach, papalapap, nicht mehr lange. Wenn sie erst einmal herumspricht, wie sie den Jungen gerettet haben, wird man gar nicht anders können, als sie zum Inspektor zu machen. Sehr freundlich, Frau Baronin. Hey. Ich hoffe, Sie haben das Abenteuer im Tunnel gut überstanden. Ist es nicht ein Skandal? Man bucht erste Klasse und dann muss man zu Fuß auf den Gleisen herumstolzieren. Und dann wollte man mich in einen Bus verfrachten, ohne Gepäck. Ja, was ist eigentlich mit dem ganzen Gepäck passiert? Die Umstände, Madame. Ich habe auf eine Limousine bestanden und bin nicht gefahren, bis mein gesamtes Gepäck geborgen war. Okay. Dann wurde wahrscheinlich der andere Zug, der Rest vom Zug irgendwann Ah, nee, wir haben den ja abgekoppelt. Das Hinterer. Okay, nevermind. Wussten Sie, dass das echte Auge des Sphinx nicht im Zug war? Ich hatte keine Ahnung. Inspektor Legrand scheint es zu bevorzugen, mich im Dunkeln zu lassen. Dabei bezahle ich für all das hier. Der Inspektor sorgt sich um die Sicherheit des Auges. Zu Recht. Trotzdem waren Sie es, der im Zug die eigentliche Arbeit gemacht hat. Warum finde ich den Inspektor inzwischen verdächtig? Ich wünsche Ihnen, dass die Fahrt nach Kairo weniger nervenaufreibend sein wird als der erste Teil der Reise. Kommen Sie denn nicht mit? Ich befürchte, Inspektor Legrand will mich nicht dabei haben. Weil ich zu gut bin im Aufklären. Wo steckt denn dieser verfluchte Butler schon wieder? James, da sind Sie ja. Soll der Inspektor etwa alleine mein Gepäck aufs Schiff tragen? Oh Mann. Also eigentlich... Oh! Baronin, Baronin von Trebitz, hören Sie mich. Sie ist ohnmächtig. Was ist passiert? Nein. Baronin! Nochmal, kräftiger. Hallo. Hören Sie mich? Was ist passiert? Wen hat sie gesehen? Vielleicht sollten wir... Sofort! Ich könnte Dr. Gebhardt holen. Nein, kein Arzt. Nur ein kleiner Schwächeanfall. Stützen Sie mich, James. Bringen Sie mich aufs Schiff. Sehr wohl, Madame. Das war kein Schwächeanfall. Sie hat irgendetwas gesehen, das sie erschreckt hat. Oder irgendwen. Sehr interessant. Und dass sie es nicht zugeben will, ist auch sehr merkwürdig. Oh ja. Ein stattlicher Wagen. Aber selbst solch eine Karosse kann nicht das ganze Gepäck der Baronin fassen. Sie hatte Glück, dass der zweite und dritte Transportwagen nicht im Tunnel verschüttet wurden. So hat der Großteil ihrer Sachen die Zugfahrt unbeschadet überstanden. Wen oder was hat sie gesehen? Die beiden scheinen nicht bemerkt zu haben, was hier unten passiert ist. An der beißt du dir die Zähne aus. Wie kommt jemand ohne Ticket an Bord? Keine überzeugende Spur. Als Gepäck? Aber die beste, die ich habe. Also entweder Gepäck tragen oder im Gepäck reinkriechen? Wir gehen einfach in den Tresor rein. Das Schiff wird wahrscheinlich nicht haben, aber dabei haben wir doch die Karte, oder?
Haben wir nicht die... die Karte für das Schiff bekommen? Gucken wir mal, was da oben sagt. Der Capitano. Wen haben wir denn da? Signore... Das ist Wachtmeister Anton Zellner. Signore Zellner! Ich habe von Ihren Heldentaten in den Bergen gehört. Willkommen auf der MS Lydia. Danke. Ich wusste nicht, dass Sie mit auf große Fahrt kommen. Aber ich freue mich. Ich lasse Ihnen sofort eine schöne Kabine fertig machen. Der Wachtmeister wird uns nicht begleiten. Er hat andere Verpflichtungen. Das ist aber schade. Ich hätte so gerne aus erster Hand von Ihren Abenteuern gehört. Ich würde gerne Ihr Angebot annehmen. Leider verhindern das höhere Mächte. Zu bedauerlich. Wir sind bei weitem nicht ausgebucht und hätten mehr als genug Platz für einen weiteren Passagier. Der Wachtmeister will sich sicherlich nur kurz an Bord umsehen und verlässt uns, bevor wir in See stechen. Wann wird das in etwa sein? Och, so ungefähr in 15 Minuten. Sie haben es gehört, Herr Wachtmeister. Dürfte ich fragen, wie ich zum Frachtraum komme? Oh, es gibt schönere Orte hier an Bord. Ich bin aber am Frachtraum interessiert. Wieso das? Eine der Reisetruhen erscheint mir verdächtig. Jemand könnte sich darin versteckt haben. Sie wollen andeuten, dass sich der genialste und vermutlich reichste Einbrecher Europas in einer Kleidertruhe versteckt, um als blinder Passagier an Bord zu kommen? Das ist nun wirklich nicht sein Stil. Deswegen ist es ja auch so unwahrscheinlich, dass er dahinter steckt. Und wahrscheinlicher, dass wir es mit einem Trittbrettfahrer zu tun haben. Und zum Stil des Trittbrettfahrers könnte es gehören, alles zu tun, was nötig ist. Zum Beispiel sich in Reisetruhen zu verstecken, wenn man sein Ticket verloren hat. Ach, kommen Sie. Ohne die Hintergründe zu kennen, ein angemeldeter Gast würde auch ohne Ticket problemlos an Bord kommen können. Wie meinen Sie das? Man kann eine Fahrt auf der Lydia nicht am Schalter kaufen. Mhm. Man bucht die Reise im Voraus und sind daher alle Passagiere namentlich bekannt. Solange ein Gast auf der Passagierliste steht, lassen wir ihn mitfahren. Egal, ob er sein Ticket vorzeigen kann oder nicht. Hatte einer der Gäste kein Ticket? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Wir fragen nach dem Namen und gleichen ihn mit der Liste ab. Das Ticket ist kaum mehr als ein Andenken für die Passagiere. So viel zu Ihrer Kistentheorie. Ich würde trotz allem jetzt gerne den Frachtraum untersuchen. Also gut, von mir aus. Aber in 10 Minuten sehen wir uns hier wieder. Kapitän Conti, ich würde gerne noch 2 eilige Telegramme aufgeben, bevor wir abfahren. Gewiss, Inspektor. Sie finden den Transportraum dort hinten. Durch eine Tür auf dem Vorderdeck könnten Sie ihn betreten. 5 Minuten bevor wir abfahren, wird das Horn 2-mal ertönen. Das ist das Signal für alle Hafenarbeiter, das Schiff zu verlassen. In Ordnung. Kommen Sie bitte mit mir auf die Brücke. Von dort aus können Sie telegrafieren. Mir schwimmen die Felle davon. Ich muss im Frachtraum etwas finden. Sonst ist meine Kreuzfahrt vorbei, bevor sie begonnen hat. Oh Mann. Oh Gott, hier ist es ja zappenduster. Hier ist es zu dunkel. Ich kann die Hand vor Augen nicht sehen. Geschweige denn nach Spuren suchen. Aber hier ist es überall dunkel. Die Tür dieses Spinns ist nur angelehnt. Bitte eine Taschenlampe. Nein. Die 3 linken Spinde scheinen alle abgeschlossen zu sein. Ich weiß nicht, wie man das Spinde erkennen soll. Bei mir ist wirklich alles pitch black. Nein, verlasse den Frachtraum, wollen wir eigentlich nicht. Ist hier noch irgendwas? Wenn ich jetzt gehe, war es das für mich. Le Grand würde darauf bestehen, dass ich das Schiff verlasse. Dazu darf es nicht kommen. Wenn man doch nichts außerdem... Ich werde der Baronin oder ihrem Butler James das Opernglas zurückgeben, sobald ich Gelegenheit dazu habe. Gehen ins Dunkel, gehen... Ah, das längliche Ding? Also ich sehe gar nichts. Soll man hier was sehen können? Ah. Okay, besser. Das ist das Cabriolet der jungen Frau. Hm. Anscheinend musste es unbedingt mit nach Ägypten. Und Daddy darf zahlen. Daddy!
Okay. Gehen wir nochmal hier drüben hin, I guess. Hier ist ein Gefängnis oder was? Man sieht immer noch nicht so gut. Just saying. Wo ist denn diese Kiste? Ist das hier? Ah. Hallo, kommen Sie da raus? Am Ende ist wirklich keiner drin. Das Aber dann Spiel gehen wir rein. Ich werde jetzt die Truhe öffnen. Oh, er ist schon draußen. Oh, wir werden doch bestimmt jetzt niedergeknüppelt, oder? Hallo? Oh, oh. Noch irgendwas hier? Fetchile, same. Ich bin mir sicher, dass jemand in der Truhe war. Nur, wo steckt er jetzt? Oh nein. Licht vom Cabrio oder was ist hier kaputt gegangen? Die Scherben sind... Oh oh. Puh, ich bin einfach zu schreckhaft. Ich wusste es.